Den Zwölfern zum Gruß, liebe Freunde des gepflegten Gamings, und herzlich willkommen hier zurück bei Drakensang. Ich heiße nicht nur Lomlom Silver, sondern auch dich herzlich willkommen hier in Folge 142 dieses Let's Plays. So. Und jetzt geht's weiter, nachdem wir uns hier ein bisschen um die Amöben gekümmert haben, weswegen wir auch wieder stinken, wie so wild ist. Wir lassen es aber erstmal so, kann sein, dass noch ein paar andere kommen. Wir befinden uns gerade hier in den Tiefen von Gruldur. Und zwar sind wir in der Grolmenhöhle 1, weshalb ich vermute, dass auch noch Grolmenhöhle 2 kommt. Sonst wird das Ding einfach nur Grolmenhöhle heißen. Ja, wie dem auch sei. Also, wir haben noch eine Möglichkeit, hier war eine rissige Wand, da kamen wir nicht durch. Ich glaube, wir hatten noch eine andere Möglichkeit, hier durchzugehen, oder? Na, ich glaube eher nicht. Nee, wir mussten hier weitergehen, leider. Ja, wir mussten leider weitergehen. Ich habe nämlich schon in den letzten Folgen hier mal die Sachen gelootet, also hier ist nichts mehr offen. Was ich nicht gemacht habe, ist hier vorne der Krötenschemel und das Moos zu nehmen. Weil ich nicht wusste, ob dahinter noch irgendwas kommt. Da habe ich lieber gesagt, stopp ich lieber, wart ihr auf euch, nehme ich euch mit. Jo, bin ich halt, ne? Ja. Schissig und fürsorglich. Diese Mischung, möchte ich mal sagen, bin ich. Aber ich glaube, hier ist... obwohl, kommen wir durch, ne? Oh, Fehlschlag. Kritischer Fehlschlag. Ich glaube, da ist eine Tür. Ich glaube, da kommen wir durch, ja. Ach, weißt du, dann hätte ich es auch nehmen können. Wir sind alle wieder auf dem Damm. Der letzte Kampf, der war ein bisschen härter. Und ja, Gisidoro musste einen Heiltrank nehmen, einen großen. Das ist eine Truhe, aha. Aber eine Amöbe hatte glücklicherweise wieder einen, weshalb er jetzt wieder zwei auf Tasche hat. Kiste. Achtung, Achtung, Kiste. Die machen wir mit Schwung kaputt. So. Okay. Ist was für sie? Bärenzähne? Ja, weiß ich nicht. Feuermoos ist doch wieder was für sie. Boah. Eine Truhe. Interessant. Schon wieder Bolzen. Okay. Ja, weiß nicht, ob wir die Bolzen brauchen, aber die sind natürlich wertvoll. Also Bolzen können wir gut verkaufen, weil die natürlich im Gegensatz zum Pfeil ein bisschen robuster sind insgesamt. Und ja, machen auf jeden Fall was her. Aber hier ist definitiv finito. Ist da noch irgendwas? Nee, das war nur die Truhe. Dann heißt wieder zurückgehen. Und gucken, wo es weitergeht. Also hier ist nicht der richtige Weg. Da geht es auch nicht raus. Hm. Schwierig. Dann geht es doch zurück. Also irgendwo muss es weitergehen. Die rissige Wand, die vor der wir standen, die kriegen wir nicht platt. Auch nicht mit dem Buchtschlag. Habe ich alles schon versucht in der letzten Folge. Wer es nicht glaubt, einfach mal angucken. Ah, diese Audio-Loops. Ich denke, die ganze Zeit hier ist irgendwas. Ist natürlich auch von den Entwicklern so provokativ so gewollt. Aber. Und ich habe in der letzten Folge eine Falle ausgelöst. Ich bin über so einen Hubbel durch so einen Türbogen gegangen. Hier so drüber, klack, klack. Und dann stand da Falle ausgelöst. Ich bin auch nur runtergegangen, weil ich dachte, hier klöppelt sich jemand, weil hier wurde Lebensenergie abgezogen, was ich gesehen habe. Da geht es auch weiter. Oder war hier. War hier dann doch Ende. Hm. Mal gucken, ob da eine Falle sein könnte. Immer vorher nochmal stoppen. Okay. So viele Gänge? Alle verzweigt? Ja. Sag, bin ich denn auf dem richtigen Weg? Richtiger Weg? Ja, aber er hat es verstreut. Jedes Teil, woanders. Aufhalten will er dich? Wer, von wem redest du? Und was hat er verteilt? Die Schlüssel, er hat sie tief verborgen, auf dass niemand seinen Schatz erlange. Die Schlüssel für die anderen Rundtüren? Ich werde sie finden. Weißt du mehr über den Schatz und wer er ist? Der Schatz, er bewacht ihn. Er trägt an allem Schuld. Er ist der schlimmste aller kleinen Scheusale. Ja, wäre schön zu wissen, was er denn genau ist. Ist es ein Drache? Ist es ein Kobold? Ist es ein Ork? Ist es ein Gnom? Ist es schiedegal? Wir machen sie alle platt. Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen verzwackt hier, ne? Hm, da geht's weiter. Ich guck
Warte mal, war da irgendwas? Nee, ich dachte, da hätte ich irgendwas gesehen. Interessant, wo wir uns hier aufhalten. Mann! Das ist ein bisschen blöd, das Spiel, das dreht mich manchmal so. In eine Richtung, die ich gar nicht gehen will. Jetzt geht's hier wieder hoch. Okay, vielleicht treffen wir uns dann doch da. Und kommen da auf der anderen Seite wieder runter. Okay. Falle ausgelöst. Vielleicht nicht ich. Oh. Ja, eine Möwe kommt selten allein. Weiß man ja. Das alte Sprichwort kennt man ja aus Kindheitstagen. Aber trotzdem, da machen wir die Möwe schnell Platz. Und dann geht's weiter zur nächsten. Vielleicht ist auch nur die eine. Vielleicht haben wir mal Glück. Muss man aber haben. Boah. Ja. Immer drauf. Ja, da kommen schon die nächsten. So, die zwei auf jeden Fall nochmal einen Wuchtschlag, dann haben wir die eine schon mal weg. Achso. Er kann gleich auch wieder einen Wuchtschlag setzen. Oh, kann er schon. Dann macht er das doch. Okay, braucht er nicht mehr. Ja, so schnell geht's. Sieht sie die Amöbe? Kiste? Nee. Feuermoos? Tiefenamöbe. Da kommt noch einer bestimmt, ne? Ich glaube aber nicht. Vielleicht haben wir Glück und das war's. Mit den Amöben. Immer drauf. Wow. Das war ordentlich. Also wenn sie nicht angegriffen wird, ist sie eigentlich eine gute Kämpferin hier aus der Ferne. Ja, das war's. Geh mal zu deinen Begleitern. Dann einmal hier gucken, was die Amöben dabei haben. Meistens gute Sachen. Ja gut, Knauf und sowas kann er kriegen. Dann sollte er sich das auch das andere nehmen. Großer Heiltrank. Ja, dann nimmt er nur einen. Dann hat er wieder drei. Ich mach das schon. Da sehe ich schon Feuermoos. Das ist so ein bisschen Micromanagement gerade. Hallo? Feuermoos. Dann die Kiste macht die Isidoro. Oh, dreimal Pilz. Feuermoos. Falle entdeckt. Aha. Warum ist da eine Falle? Dann habe ich die Falle vorhin gar nicht ausgelöst. Schön. Alles klar. Ich habe schon gedacht, ich wäre der Bösewicht gewesen, aber das war ja nicht der Fall. Ist natürlich die Frage, weshalb hier eine Falle gesetzt ist und wer etwas bezwecken möchte damit. Die Tiefenamöbe vielleicht, die ich jetzt gerade habe kommen sehe. Leute, helft mir. Okay. Folgt mir. Halt mal, stopp. So. Arquatus. Gucken, wie oft der jetzt da drauf schießen kann. Ah, ich glaube, das war's schon. Zweimal. Ich mach das schon. Dann sind sie da. Wir sind halt nicht die schnellsten. Lass das mal vor Grimm machen. So. Machen wir jetzt platt. Kein Problem. Sind ja nur drei auf der Karte, die ich sehe. Na klar. Nein, du sollst angreifen mit einem Zauber. Du sollst nicht richtig kämpfen. Ein Zwerg, ein Wort. Okay, dann nehmen wir den nächsten. Amazone voraus. Habe ich jetzt alle? Ich hoffe, ich habe jetzt alle verteilt wieder. Oh. Bei manchen geht es besser, bei manchen nicht so gut. Ah, er ist wieder benebelt. Shit. Sie ist auch benebelt. Oh mein Gott. Oh my goodness. Steht ja mitten im Dings drin, in der Amöbe drin. Hau von innen raus, komm. Hallo? Wo ist der Zwerg? Zwerg? Hallo? Aufgepasst. Ach da. Doch nicht. Bei meiner Axt.
Wow. So, sie noch drauf. Er ist benebelt. Oh mein Gott, das ist echt Micromanagement gerade. Ja, so taktische Kriegsführung, die ich hier betreibe. Komm, schieß. Super. Und die nächste. Also der Kugelblitz, der sorgt dafür, dass ich unheimlich wenig, also 7 bis 15, finde ich sehr, sehr gering von den Kosten. Also, muss ich schon sagen. Will mich nicht beschweren, dass es zu wenig ist. Ich sage nur einfach leicht zu anderen Zaubern, wie jetzt hier sowas oder hier Ignifaxius. Ignifaxius macht jetzt nicht wirklich mehr, oder? Wie viel macht der an... Na guck mal, Kugelblitz, 1W20 plus 5. Ignifaxius, wo sind wir? 1W6 Schaden. Der ist gar nicht so gut. Ich meine, Feuerschaden, ja, die fangen Feuer und brennen noch ein bisschen. Das ist natürlich der Vorteil, den der Ignifaxius mit sich bringt. Aber sonst sehe ich da jetzt nicht einen riesen Vorteil. Oh. Ja, dann. Dann nehme ich dann doch lieber den Kugelblitz hier. Hat er sich die ganze Zeit versteckt und gewartet, oder was? Er wird als Möwe auch gerade versuchen, hier Leine zu ziehen. Oh. Schnell. Druff. Oh, ich habe ein Haar hier drauf. Warte mal. Oh, nee. Das war ein noch... Ah, festes Haar. Wenn es fest ist, nicht ziehen, sage ich immer meine Frau. So. Dann geht's weiter. Ist wieder so ein bisschen durchschnetzeln, wiederholt sich gerade wieder etwas wie bei den Amöben. Ich meine, das ist nicht so schlimm wie bei den Amöben. Zum Glück. Trotz alledem mag ich so diese Wiederholungen nicht. Nicht so gerne halt. Ne? Okay, geht auf Kladis. Klar, weil die natürlich den meisten Schaden verursacht hat. Dann sollte Kladis auch nochmal versuchen, hier nochmal drauf zu hauen. Na komm, jetzt darf sie auch den... Wollte gerade sagen, den Schaden verursachen. Aber gut. Das hat dann doch nicht so gut geklappt. Mein Gott, ne, ist hier. Die benebeln eigentlich ganz gut hier. Das ist der letzte. Zumindest sehe ich keinen mehr. Aber das heißt nichts. Die können immer noch um die Ecke loken und dann vorbeikommen. So. Es ist auch benebelt. Na komm, schieß. Und noch ein Wuchtschlag drauf. Genau wie er. Er ist jetzt auch wieder da. Ja, das war's jetzt für den. Super. Das war's mit der Amöbe. Silbertaler. Haarnadel kriegt er. Tote Amöbe ist eine gute Amöbe. Noch ein Heiltrank. Er kriegt den Knauf. Edelsteine. Zaubertrank kriegt sie. Parierstange. Da kann man bestimmt auch noch was draus machen aus den ganzen Schwertsachen. Bin mir nicht sicher, wann und wo wir das mal verwenden sollten. Ja. So, wird alles gerecht aufgeteilt hier. Ah, ist die Frage, geht's denn hier noch weiter runter, oder, hier ist Ende, ne? Sehr schön, Gott sei Dank. Oh, mag ich, oh, 56 Dukaten, Leute, das Bötchen kommt immer näher. Dann nehmt sie das Amulett. Sollen wir das direkt mal analysieren, weil wir gucken erstmal, was hier noch in den Truhen drin ist. Machen wir erstmal die. Pfeilspitzen, jo. Ja, gut. Und er mit. Nein, da wollte ich drauf. Steineiche. So, was haben wir denn hier für ein schönes Amulett bekommen? Warte mal, wo ist es denn? Da. Anschauen. Schutzamulett der 8 Splitter. Okay, was macht es? Amulett aus Silber, dessen Mitte ein wertvoller Saphir ziert. Um den Saphir wurden kreisrund 8 kleine Rubine
eingefasst. Jeder der Rubine wurde durch einen Arcanovi mit einem Clarum Plurum versehen. Immunität gegen Gift. Okay. Das ist gut. Wobei, achso, warte, machen wir es anders. Dann haben wir den direkten Vergleich. Weil das Seeleninstrument hat einen Charisma-Wert plus 2. Natürlich Immunität gegen Gift ist natürlich geil, aber dann haben wir jetzt natürlich. Ah, okay. Wir haben jetzt Minus, Malus drauf. Charisma, weil wir natürlich überall den Gestank haben. Aber gegen Gift ist, glaube ich, hier unten gar nicht verkehrt. Ja, Konstitution, das ist der Orden der Stadt Ferdok, das Etikette bringt uns auch nicht so viel hier unten. Und er halt auch Amulett der Rondra. Ja gut, aber cooles Teil. Ist auch hilfreich, sage ich mal. Bestimmt, wenn wir uns da wieder im Kampf befinden, gute gegen irgendwelche Smaragdspinnen, die uns irgendwelche Gifte wieder... Und so weiter, ihr wisst, was ich meine. Wobei natürlich die anderen drei in der vordersten Front stehen. Sie wird es wahrscheinlich eher weniger brauchen. Warte mal. Ja, das stimmt schon. Sie wird eigentlich eher... das ist doch ein Haar hier drauf. Oder nicht? Sie wird auf jeden Fall eher die sein, die im Nahkampf ist. Deswegen ist es Quatsch, wenn sie es hat, sondern gleich eher hier. Boah, Charisma-Wert von 6. Ja, warum auch nicht? So, und jetzt wird noch ein bisschen aufgeräumt. Sir, ihr riecht Feuermoos. Das habe ich gerade voll gemacht. Bin zu blöd zum Trinken manchmal. Aber lecker, sehr lecker. Angesagt. Wir sind aber auch. Ist aber auch Grünzeug mit drin. Also von daher. Soll aber keine Entschuldigung sein, wenn ich mich hier mit einem Alter von 39 Jahren beklecker. Also beim Trinken. So, hier ist Ende. Das heißt, warte mal, nochmal kurz gucken, ob ich jetzt wirklich alles hier entdeckt habe. Kommen wir nicht durch, ne? Kommen wir nicht durch. Das ist gut. Dann können wir hier wieder rausgehen. Haben wir das nämlich auch erledigt. Finde aber schön, wenn irgendwo Sackgasse ist, haben wir da nicht weiterkommen. Dann weiß ich, dann haben wir wirklich auch alles hier gemacht. So, die. Was? Wieso sind hier Wühlschrate plötzlich? Waren wir eben noch nicht hier? Doch. Hey, wir haben doch selber einen Wühlschrat zu Hause. Das sind doch nette Tiere. Wieso? Das sind noch da. Ah, sind drei, okay. Seht ihr den schon? Ja, kannst du schon sehen. Ganz schwierig. So. Candidus. Na toll. Also ein Kampf nach dem anderen hier. Das ist natürlich wieder so eine Sache, ne? Wie gesagt, es wiederholt sich gerade etwas. Sorry dafür, aber es lässt sich nicht vermeiden. Hat die jetzt schon geschossen? Nein. Na, wollen wir noch einen Wühlschrat? Alle mal hergehört. Ich glaube, dass die auch nicht so schwierig sind, aber überraschend, dass die jetzt einfach hier auftauchen. Oh, hier stand noch einer. Na gut. So, der nächste. Ich nehme die Sache in die Hand. Weil der Zauber, der jetzt kommt, der wird den Wühlschrat auch platt machen. Ja. Na klar. Dann geht's weiter. Candidus. Oh, ja, schön. Jo, schön den Zauber abfangen. Bam. Gute Entscheidung. Zauber abfangen, sag ich schon. Für die Königin. So. Für Rondra. Ich wollte nämlich die Akku von ihm jetzt gerade quasi bekommen. Und von Kleides weglotsen. Hat funktioniert. Ja, die sind ein bisschen. Die haben einen guten Rüstungsschutz, das muss ich schon sagen. 1, 2, 3, letzte Chance. Und sie muss auch mal wieder hier einen Zauber. Nein. Sie nimmt jetzt den als Zauber. Zauberziel. Bam. Das tut bestimmt weh. Aber egal. So soll es ja auch sein, ne? So, der letzte Wildschrat.
Okay. Na klar. Die jetzt in Stein verwandeln, das Quatsch, ne? Schon gar nicht so hässlich, der Wildschrat, oder? Ja, es geht. Quatsch, da legt er sich schlafen, der kleine Wühlschrat. Ja, schön, haben es auch wieder geschafft. Oh, guck mal hier. Sie ist verwundet. Wundet bedeutet einmal kurz Verband drauf. So, das haben wir. Sind Wühlschrate Tiere? Ja, ne? Nö. Kann man da auch nichts looten? Wie blöd ist das denn? Tatsache. Wühlschrate haben nichts dabei, was sich mitzunehmen gilt. So lohnt. So, und weiter geht's. Nicht, dass uns noch ein paar andere hier auflauern, die wir eigentlich vorher schon hätten sehen müssen. Oh, ich dachte schon. Ich dachte, das wären wieder welche, aber nein. Glücklicherweise nicht. Hier sind wir hergekommen. Und jetzt gehen wir den Bogen hier rum. Ah, guck mal da. Was haben wir denn da? Schon wieder Wühlschrate. Okay, die haben sich jetzt durchgebuddelt. Die sind oben. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich den Bogen gerade. Und dann laufe ich den in die Arme. Ja, ja, genau. So, wir sind alle fit. Jawohl. Das sieht wunderbar. Da ist er. Der kleine Knecht. Finte? Nein. Hey, wieso denn Finte? Wir sind hier... Der Wuchtschlag. Alle mal hergehört. Ja, sie bräuchte noch ein bisschen. Kann da noch nicht drauf. Das heißt, so, jetzt. Meint ihr? So. Achso. Na. So, da drauf. Und dann einmal Klavidis. So. Falle entdeckt, schön. Im Kampf eine Falle entdeckt. Warum auch nicht? Na klar. Phorax. Dann nehmen wir den einzelnen mal, der hier steht. Lass das mal vor Grimm machen. Bei Angroschs Bart. Mal gucken, wie viele da noch kommen. Ein paar sind es dann schon noch, aber die sind nicht so gefährlich. Das ist schon mal gut. So, sie schießt jetzt noch. Das heißt, den nächsten, den wir machen können. Ups, können wir auch wieder einen anderen nehmen hier. Ein Zwerg, ein Bord. Ah, sie macht den platt, jawohl. Das bin ich. Saubere Arbeit, saubere Arbeit. So, den nächsten. Jetzt juckt mir meinen Arm. Huch! Die aber gehen hier auf. Das geht nicht, dass ihr auf Kladis geht. Leute, die ist eine Fernkämpferin. Die ist nicht im Nahkampf gedacht. Aber die checken es einfach nicht. Die checken es nicht. Alle mal hergehört. Für die Königin. Aufgepasst. Für Rondra. Ah, sie hat jetzt... Sie ist noch benommen, okay. Sind sehr benommen, alle hier. Gute Entscheidung. So, sie kann wieder. Dann soll sie auch. Ja. Phorax. Nee, komm. Nimmt schon den nächsten. Jawohl. Habe ich direkt erkannt, dass das nicht mehr lohnenswert ist, auf den einen raufzuhauen. Im Ansatz schon erkannt. Oh. Balsam Salabunde. Erstmal lieber. Achso, ist noch gar nicht fertig. Entschuldigung. Oh. Kann man ja nochmal einen Wuchtschlag setzen. Sehr wohl. Oh, der hat's in sich. Der ist nicht so leicht umzukriegen. So, jetzt aber, komm. Hier mit der Keule. Ob die Rübe. Oh, der wehrt sich. Und sie muss sich auch nochmal wehren gerade. Ah. Mann, Leute.
Das gibt's doch nicht. Attacke! Ey, der hat eine Energie von 4. Haut doch mal drauf. Das kann doch nicht sein. Also er nimmt sich den. Sie nimmt ihn hier. Und er nimmt auch den. Der ist hartnäckig. Jetzt hat er schon wieder eine Energie von 6. Sind die Waffen hier? So, jetzt alle auf den einen hier. Ein kleines kann da mal wieder stehen. Oh Mann! Jetzt haben wir es doch. Oh, und die Wühlschrate haben alles nichts dabei, ne? Shit. So ein Shit. Ist sie verwundet? Verwundet, das heißt. Verband drauf. So, sonst alles okay? Ja, sieht so richtig aus. Ja, was hier oben uns noch erwartet. Ist natürlich ärgerlich, dass die Wühlschrate uns so aufhalten, aber dann im Endeffekt nichts droppen an Loot für uns. Warte, habe ich nicht irgendwas in der Falle entdeckt hier noch? Eben im Kampf. Stand doch da irgendwo, ne? Oder hat sich die Falle selbst ausgelöst und ist weg? Scheint auch zu sein. Also, ich sehe keine Falle mehr. Oder ich habe es ja auch erwischt. Mich hat es ja erwischt. Aber nicht wissentlich reingetreten, zumindest. Aha, guck mal, da ist eine Falle. Das ist das Schöne. Und dann haben wir einen Gegner, der kommt. Zyklopius Artefakt. Falle entschärfen. Ganz vorsichtig, mein Freund. Jo, das ist gut. Da ist eine Kiste. Ich traue dem Braten nicht so ganz. Deswegen würde ich gerade nochmal abspeichern. Okay. Oh, oh. Drei Feuergeister. Ich nehme erstmal das. So. Haben wir das schon mal? Dann geht's auf Feuergeist 1. Was haben die für einen Wert? 150. So ein Shit. Kann ich da einfach draufhauen? Das sind Geister. Mobils natürlich, ne? Ist klar. So, und vor allen Dingen, sie sollte mal versuchen, die mal wieder zu Stein zu verwandeln. Ich hoffe, das funktioniert. Bei Geistern weiß ich das nicht. Alter. Okay. Ach doch, 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 geht runter. Na klar. Verwundet. Ganz schlecht. Okay. Aber einen haben wir schon weg. Ja, der ist schon weg. Das heißt, den nächsten, den würde ich auch darauf hauen lassen wollen. Damit die beiden sich die Aggro nämlich ziehen. Und sie sich ein bisschen heilen kann. Ja. Jetzt dürfte sie nämlich keine Aggro mehr haben. Das ist gut. Sie heilt sich gerade noch. Boah, scheiße. Haben sie denn doch auf sie abgesehen. Na gut, dann bringt das nichts. Dann geht's auch alle auf einen. Shit. Schade. Dann ging der Plan nicht auf. Nee, Gnarf. Dann natürlich alle auf einen, ist klar. Immer schön gucken, dass sie wieder sich heilen. Ja. Ich weiß, ist leicht gesagt. Zum Angriff. Wo ist denn der andere hier? Ein Zwerg, ein ja doch, alle auf den hier, genau. Schon richtig. Boah, dieses Feuer.
Ja, was haben wir sonst für Möglichkeiten? Wir müssen das so machen. Hat einer einen Eimer Wasser dabei, vielleicht? So, dann müssen wir halt auch mal hier einen Trank nehmen. Ja. Achso, der Feuergeist steht auch noch. Mann, er muss der Erste sein, der wieder... Pause? Warum? Was passiert? Ich habe gar nicht auf Pause gedrückt gerade. Okay. Aber gut. Ich mach das schon. Kommt noch ein Gegner noch. Reicht ja schon erstmal, ne? Die drei Feuergeister haben es ja schon in sich. Aber die kriegen wir hin. Schade, das ist klar, dass natürlich direkt wieder einer abbekommen hat. Ich würde jetzt mal versuchen, ohne einen Heiltrank, oder? Warte mal. Nehmen wir einen Einbärensaft. Und die anderen beiden hauen drauf. Muss ja nicht einen großen Heiltrank verschwenden. Ja, Einbärensaft bringt nichts mehr so viel. Gute Entscheidung. Nehmen wir trotzdem nochmal einen. Ach komm, der ist gleich weg. Na komm. Hau drauf! Ist nicht wahr. Muss er jetzt echt nochmal hier einen Wuchtschlag setzen? Geht gar nicht. So! Dicken Daumen nach oben auf jeden Fall. Das muss ich gelohnt haben. Also wir haben auf jeden Fall nochmal ein zyklopisches Artefakt. Das ist gut. Was wir damit machen, erfährst du nächste Folge. Daumen nach oben, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und wenn du nichts verpassen möchtest, abonnieren, Glocke aktivieren. Dann bekommst du nämlich sofort Bescheid, wenn die nächste Folge online ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.